Wir haben Gamerinnen und Gamer und Abgeordnete verschiedener Fraktionen und eine Reihe Interessierter zusammengebracht. Wir haben diskutiert über Computerspiele, haben auch uns auf die Faszination von Computerspielen eingelassen. Teilweise ist das blödes Rumgedaddel, weil es geht um Computerspiele und da ist auch blödes Rumgedaddel mal angesagt. Für uns ist einfach die Elternladen-Veranstaltungsreihe, die wir seit 2008 machen, eine Möglichkeit, so Erwachsenen der älteren Generation mal einen Perspektivwechsel, einen anderen Blick auf Computerspiele zu ermöglichen, indem die selber spielen, selber bestimmte Titel ausprobieren, aber das Ganze in so einem medienpädagogischen Rahmen. Das heißt, wir lassen sie nicht ganz allein mit den Erfahrungen, die sie machen, sondern versuchen ihnen sozusagen auch Orientierungswissen, Medienkompetenz zu vermitteln. Ja, das war sehr interessant. Also man hört es ja oft nur von Eltern auch, wie sie das sehen. Heute waren halt die Abgeordneten hier Politiker. Es war dann noch mal ein bisschen eine andere Sichtweise, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es war eine rege Diskussion. Ja, es waren schon die klassischen Themen, die natürlich immer bei Computerspielen vorkommen. Natürlich die Frage, wie geht man mit gewalthaltigen Inhalten in Computerspielen um? Es tauchte hier insbesondere auch die Frage auf, wie geht man mit den vielleicht zunehmenden militärischen Settings von vielen Computerspielen um? Natürlich war auch die Frage nach Spielzeiten, exzessiven Spielphänomenen spielte eine Rolle, aber auch eben all die anderen Perspektiven. Also es ist eine Jugendkultur und gerade jüngere Teilnehmer haben das auch offensiv eingebracht und gesagt, das ist eine Jugendkultur, mit der wir halt eben aufgewachsen sind und wir sehen das gar nicht so problematisch, wie vielleicht viele Erwachsene das sehen. Das heißt, so aus unserer Sicht war das genau der Austausch, den man hat, alle Positionen vertreten, alle Perspektiven eingenommen. Und ich glaube, alle haben dann auch von der jeweils anderen Seite was mitgenommen. Wir haben heute, glaube ich, mit einem Beitrag geleistet, die Diskussion über Games auf eine sachliche, auf eine fundierte Ebene zu stellen. Das war das, was wir heute erreichen wollten. Und ich glaube, die Diskussion hat durchaus einiges davon gezeigt, dass wir das hingekriegt haben. Ja, ich würde sagen, es war auf alle Fälle ein Erfolg, weil wir haben sehr angeregt, sehr engagiert diskutiert und ich war auch sehr überrascht über das professionelle, qualifizierte Publikum, was wir hier vorgefunden haben. Also von daher würde ich sagen, ja, war erfolgreich. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass der ein oder andere einfach durch den Austausch und durch die Erfahrung was dazugelernt hat.